Herzlich willkommen bei AfroTag TV Cyber Nomads. Das Hauptstadt Magazine. Lifestyle, Fashion, Education, Media, Art and Postcolonial Theory. Mein Name ist Adetan Köpasadebisi. Unser Thema heute. Wir wollten wissen, so, Berlin. Berlin ist eine Stadt, die ich kannte, als ich vor allem meine Doktorarbeit vorbereitet habe an der Universität von Lyon. Und es gab sehr viele Dokumente in Potsdam. Zu der DDR-Zeit gab es dort ein Zentralarchiv. Dann bin ich dann von Lyon, Frankreich, immer dahin für ein paar Monate, um zu forschen. So habe ich eigentlich diese Stadt wirklich entdeckt und kennengelernt. Aber später kam ich dann 87 nach Berlin, um für meine Habilitation zu forschen. Und dann, ich wurde dann hier an der Freien Universität 89 habilitiert, am Fachbereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. So, später habe ich dann in Berlin den Lehrstuhl von Professor Ansprenger, Politik Afrikas, als er emeritierte, habe ich dann sozusagen die Vertretung dieses Lehrstuhls wahrgenommen. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis sozusagen die große Katastrophe kam, Ende 2001, weil der Lehrstuhl dann gestrichen wurde, nicht? Ach so, ja, es ist nämlich so, der Vater meines Vaters, das ist mein Großvater, den nannte man Kumambape. Aber in der Literatur ist er mehr bekannt als Lokpriso, unter diesem Namen. So, er war der König der Mele Mele, damals als die Deutschen kamen und Kamerun wollten, Kamerun haben wollten. Und ein Vertrag ist dann unterzeichnet worden, da gab es sehr viele Verhandlungen. Am 12. Juli 1884 ist dann ein Vertrag dann zustande gekommen mit einigen Königen. Er war der einzige König, der gesagt hat, er unterschreibt diesen Vertrag nicht und er will seine Freiheit behalten, weil er traut einfach diesen Menschen nicht in all diesen Verhandlungen. Die hatten ja schon eine Erfahrung, weil mit den Engländern hatten sie schon 40 Jahre verhandelt für eine Übertragung der Souveränitäten. Das hat nicht geklappt und dann kommen die Deutschen schnell, schnell. Er war sehr misstrauisch. Da hat er gesagt, nee, er unterschreibt nicht und will lieber seine Freiheit behalten. Und die Deutschen haben das nicht so verstanden und es hat dann einen Krieg gegeben. Im Dezember 1884, weil die Deutschen unbedingt die deutsche Fahne, die deutsche Flagge auf sein Territorium nicht nur hissen wollen, sie haben es tatsächlich gemacht. Dann hat er am 25. August 1884 einen Brief an den deutschen Konsul geschrieben und gesagt, bitte diese Flagge runter, ich habe mit euch keinen Vertrag unterzeichnet und ich will weiterhin unabhängig bleiben. So, und dann haben die Deutschen natürlich ein Kriegsschiff geschickt und es hat dann Krieg gegeben und anlässlich dieses Krieges ist dann der Palast meines Großvaters in Schutt und Asche durch Bombardement gelegt worden. Aber, und das ist hochinteressant, der damalige deutsche Beauftragte, also dieser deutsche Konsul,
Max Buchner schreibt sehr, sehr gut in seinem Buch, Aurora Colonialis, heißt, ist der Titel dieses Buches. Er sagt, ja, bevor die Soldaten den Palast bombardierten, habe ich gebeten, dass ich mal reingehe selber, also er, Max Buchner, um zu gucken, welche wertvollen Sachen es in diesem Haus gibt. Und dann hat er natürlich diese große Königsinsigne meines Großvaters gefunden. Diese Königsinsigne nennen wir Dange in unserer Sprache in Douala. Und dann sagt er, das ist meine Hauptbeute und die kommt nach München. Sagt er vorher und er schreibt das selber in seinem Buch Aurora Colonialis. Dieser Dange ist bis heute in München. So, und es hat sehr lange gedauert. Ich wusste gar nicht. Wir wussten nur, dass mein Großvater Nein gesagt hatte zum Kolonialismus. Aber wir wussten nicht, dass der Dange, wo der war, so erst in der Literatur viel, viel später, als ich schon Universitätsprofessor war, habe ich das entdeckt. Was? Der Dange meines Großvaters ist in München. Und, aber ich habe die Schule, meine Schule in München besucht. Also ich, das Gymnasium habe ich in München besucht. Das ist eine sehr alte Tradition gewesen, schon aus der Kolonialzeit, dass die Prinzen nach Deutschland geschickt wurden, um ausgebildet zu werden. Und ich habe die Schule, das Maria-Theresia-Gymnasium, am Regeplatz besucht. Das ist nicht so weit vom Völkerkundemuseum von München. Und all die Jahre, 6 Jahre habe ich dieses Gymnasium besucht. Ich wusste, ich hatte keine Ahnung. So, und als es dann klar wurde, aha, dieser Dange ist in München. Und das war auch zu einer Zeit, wo ich sozusagen zum Herrscher erhoben wurde in meiner Familie. Da haben die gesagt, okay, der Dange ist in Deutschland, das ist der Dange deines Großvaters, den Hund musst du zurückholen und das wird sowieso auch die Insigne deiner Zeit sein. Aha. Ja, und dann habe ich mich natürlich an die Deutschen gewandt. Ich dachte, nachdem ich so verbunden bin mit Deutschland, mit der deutschen Kultur, mit Bayern, mit München, dachte ich eigentlich, das ist kein Problem. Aber siehe da, da waren nur Mauern. Das heißt, die sagen, ne, der Dange gehört ihnen. Sag ich, was heißt denn das eigentlich? In den Katalogen hieß es immer, sie hätten das rechtmäßig erworben, gekauft. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Dann habe ich dann dieses Buch von Max Buchner, also von diesem deutschen Konsul, der das alles beschreibt, wie er das rausnimmt aus dem Haus, nicht? Und es beschreibt sogar, es sagt sogar, nachdem er den Dange rausgeholt hat, hat er gesagt, los, bombardiert es. Und sagte, das Feuer war so schön, das Feuer dieses brennenden Palastes war so schön. So ein schönes Feuer hat er noch nicht gesehen. So dass er, verdammt nochmal, was ist denn das? Wir sind in Deutschland. Das Deutschland nach der Nazizeit. Und wo so viel diskutiert wurde über Krieg und Kriegsbeute und so weiter. Aber was sind denn das für... Es gibt immer irgendwelche Argumente, naja, das haben wir ja schon seit 100 Jahren gepflegt, über 100 Jahren gepflegt, das können wir nicht mehr zurückgeben. Und der Zehetmeyer damals, der Minister war, Kultusminister war in Bayern, schrieb einen Brief und sagte, ja, wenn ich will, kann man eine Kopie anfertigen dieses Tanges, aber auf meine Kosten. Und das ist alles, was sie machen wollen, weil der Wert dieses Tanges ist
damals über eine halbe Million Deutschmark. So, und die, aus Haushaltsgründen des Staates Bayern können sie das nicht so geben. So, da fragt man sich, Leute, was ist denn eigentlich los? Ich dachte, hier ist eine wunderbare Möglichkeit, dass ein Afrikaner, der mit dem Deutschen so verwandt ist, dass man hier sagt, okay, hier wollen wir hier etwas irgendwie wieder gut machen, reinigen. Und ich bin ja sozusagen, mein Weg ist der Weg der Versöhnung. Denn ich sage, wenn dieser Tango ist ja nicht nur ein Kunststück, ne? Für die ist es ein Kunststück in einem Museum, das ist ein Ding. Für uns ist es kein Ding. Nicht? Ich sitze heute auf dem Thron meines Großvaters. Der Thron, den gibt es. Dieser Thron ist nicht in einem Museum. Den benutzen wir zu wichtigen Feierlichkeiten. Nicht? Und dieser Tange ist so wichtig, hat eine so große, wichtige, spirituelle Bedeutung. Es gibt also sozusagen der Tange selber, wenn man ihn sieht, der spricht so viel. Nicht wahr? Die ganze Verbindung zwischen dem Menschen und dem ganzen Universum kann man sehr deutlich drauf sehen. Die ganze Verbindung zwischen dem Menschen zum Beispiel und dem Wasser, die ganze Verbindung zwischen dem Menschen und den Tieren, die ganze Verbindung zwischen dem Menschen und der Natur, das alles ist drauf. So, und das Gleichgewicht der Mächte, das Gleichgewicht der Menschen, damit das Leben, das Gleichgewicht, damit das Leben irgendwie möglich ist. Das alles wird in diesem Tango reflektiert. Was hat so ein, das ist nicht ein Ding für ein Museum. Und diese Leute sagen, ja, die Leute kommen ja aus der ganzen Welt, um sich das anzugucken. Es ist doch nicht etwas, was man angucken soll. Es ist sozusagen ein Mittel, das verbindet uns Menschen zu dem Rest des Universums. Und, das, wenn sie uns sehen, wie wir leben in diesen afrikanischen Ländern, wenn wir unsere Rituale ausführen, ich glaube, da brauchen Sie gar keine Erklärung, weil das erleben Sie. Und so ein Ding muss gefangen genommen werden, über Hunderte lang in einem Zimmer in München. Ich meine, das ist so abwegig, aber da irgendwie gibt es nur Mauern. Ich sage den Leuten, wisst ihr eigentlich, was ihr macht? Stellt euch mal vor, also ich meine, ich gebe dieses Beispiel, damit die Leute vielleicht aufwachen. Stellt euch mal vor, eine andere Kultur kommt mal hier. Also und da kann ich vielleicht jetzt sagen, okay, jetzt die Asiaten kommen hier. So, plündern alle Kirchen. Plündern alle Kirchen. Also alles, was Kultur ist in Europa, bringt es nach Asien. Ja? Und dann parken sie das alles in Häusern und die Europäer irgendwann sagen, Leute, das ist unser Leben, bitte gebt es uns zurück. Und die Asiaten sagen, nee, das ist sehr schön hier, die ganze Welt kann kommen und sehen, wie also, die Katholiken oder da wird es dann asiatische Ethnologen geben über die Katholiken in Europa und ihre Reliquien oder über die Protestanten in Europa, ihre Reliquien und so weiter.
Und das kommt einfach nicht zurück. Und die Asiaten sagen, nee, das gehört uns. Ich gebe diese Beispiele, damit die Europäer überhaupt aufwachen, was sie da machen. Das ist ein Verbrechen. Und dieses Verbrechen muss irgendwann mal aufhören. Sie können doch nicht ganze Völker einfach beraubt haben. Nicht nur, dass sie sozusagen ihre Rohstoffe nehmen, ihre Dinge nehmen, aber auch das Spirituelle, das Seelische. Und das nehmen sie dann und sperren das ein. Und sagen, sie sind dann sozusagen weltoffen. Damit die ganze Welt eben kommen kann, um die, also diese Spiritualität, die sie gefangen genommen haben, bewundern kann. Das geht nicht. Das geht einfach viel zu weit. Das heißt, ich habe einfach eines verstanden, dass man braucht so viel Arbeit und aber auch so viel Zeit, um die Europäer zu entkolonialisieren. Das sitzt so tief. Sitzt so tief. Aber die nehmen es gar nicht wahr, weil sie sind in ihrer Welt, in ihrer Kultur, in ihrer Sprache. Und damit ein Dialog mit uns überhaupt möglich ist, müssen wir ihre Welt kennen, ihre Kultur verstehen, ihre Sprache sprechen. Sonst gibt es gar keinen Dialog. Wenn ich jetzt Douala sprechen würde, die können dann nichts mehr verstehen. Das heißt, damit überhaupt ein Verhältnis besteht, und das ist jetzt sozusagen die Verbindung mit Afrika, muss der Afrikaner in der Lage sein, die europäische Kultur zu verstehen, die europäische Sprache zu sprechen, die Gedanken in europäischer Sprache zu artikulieren, damit überhaupt irgendwie man zueinander kommen kann. Deshalb sage ich, es ist Zeit, dass der europäische Mensch entkolonialisiert wird. Es tut mir leid, aber das ist Tatsache. Dankeschön. Bitte. Wir legen den Grundstein für das Stadtschloss Berlin, in dem das Humboldt-Forum seinen Platz finden wird, auf dass an diesem Ort der Dialog der Kulturen gepflegt werde und gelingen möge. Möge dieser Ort einladend sein für Menschen aller Nationalitäten, Kulturen und Religionszugehörigkeiten, die an diesem Ort arbeiten und sich friedvoll miteinander austauschen wollen. Möge der Bau glücklich vollendet werden, damit Menschen dort mit Freuden einziehen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Hauptstadt Magazine. Lifestyle, Fashion, Education, Media, Art and Postcolonial Theory.